Da steht ein Schwein. Hilf mir! Los, Porky! Alter, mach du etwas! Verdammte Drecksau, du sollst etwas tun, habe ich gesagt. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Ja, und heute wieder mal alleine, also kein Together. Und, hallo? Ja, es ist wirklich ungewohnt, also wenn man wirklich dann wieder in die Welt reinstartet, weil ich habe jetzt die letzten Tage nicht aufgenommen, ihr habt ja gesehen, ich habe jetzt 3 Folgen hochgeladen vom Let's Play Together, also um den Start in die ganze Staffel ein bisschen einzuleiten, habe ich mir gedacht, mache ich mal einfach 3 Tage hintereinander, halt ein Let's Play Together sofort hochladen. Das wird sich aber jetzt zukünftig ändern. Also wenn ihr jetzt gerade das Video seht, dann sitze ich gerade mehr oder weniger noch am Upload-Plan. Ich habe mir da jetzt genaue Gedanken zu gemacht und ja, da werdet ihr jetzt auch bald ein Informationsvideo bekommen und da werde ich euch dann genau drauf einstimmen, wie es jetzt weitergeht hier auf Zander LP und ich denke mal, viele von euch werden da sehr, sehr viel Spaß von haben, vielleicht auch nur mit, ich weiß es nicht, denn ich kann so viel schon mal sagen, ich versuche, es ist keine Garantie, aber ich versuche zukünftig immer, warum ist da ein Skelett im Haus? Verdammt. Aber bevor ich jetzt abschweife, ich versuche zukünftig jeden Tag, eine Garantie ist es wie gesagt nicht, aber ich versuche jeden Tag 2 Videos hochzuladen. So, warte mal, jetzt muss ich hier mal ein bisschen fighten. So, voll auf die Schnauze hier. So sieht's aus, ja. Also wie gesagt, ich versuche zukünftig jeden Tag 2 Videos hochzuladen, weil sehr, sehr viele von euch gesagt haben, hey Zander, es wäre so geil, wenn du einfach mal 2 Videos am Tag hochladen würdest. Es ist total blöd, wenn du nur 1 hochlädst und keine Ahnung, ihr kennt mich, ich versuche sehr, sehr viel auf eure Wünsche einzugehen und ich hoffe, dass ich dann damit auch, euch zufriedenstellen kann, dass ihr daran Spaß habt. Vor allen Dingen macht es mir auch sehr viel Spaß. Und deswegen denke ich mal, sind 2 Videos auf jeden Fall an diesem Zeitpunkt endlich auch irgendwann mal gerechtfertigt und die könnt ihr dann auch gerne haben. Ja, aber wie gesagt, dazu am Wochenende auf jeden Fall nochmal mehr. Oder jetzt die Tage, je nachdem, wie ich das schaffe. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal weiter im Text hier. Och, ja, was wollte ich jetzt überhaupt machen? Genau, ich wollte nämlich hier am Haus weiterbauen. Das heißt, in der letzten Folge, glaube ich, da hatte ich so einen kleinen Hänger und da hat irgendjemand von euch, ich weiß es gar nicht mehr, ich müsste jetzt in den Kommentaren suchen, ich werde gleich noch ein paar Kommentare vorlesen, aber da werde ich einfach willkürlich noch ein bisschen rumgucken und ich muss gerade sagen, dieses Gedudel geht mir so auf den Billermann. Genau, auf jeden Fall werde ich, wurde gesagt, dass ich hier bitte an dem Haus weiterarbeiten soll und das werde ich natürlich auch tun, weil ich möchte das Haus irgendwann nochmal fertig bekommen hier. Muss ich ganz ehrlich jetzt mal sagen. So, und dafür setzen wir erstmal das Bett um, weil das sind ja nur Gästezimmer. Das heißt, so wird es da erstmal sein. Das ist eigentlich ganz cool. Oh, wir haben sogar noch Bücherregale, das ist eigentlich ganz geil. Wie machen wir das denn? Warte mal, das machen wir, glaube ich, wie sieht das denn am besten aus? Wenn wir jetzt hingehen, ich sag mal, wir machen jetzt hier oben, kann man hier eine Tür reinbauen? Ich glaube nicht. Das wäre ziemlich blöd. Ich glaube, dann gehen wir hin und setzen. Warte mal, kommt hoch. So. Und dann hat man... Wie mache ich das am besten? Ich glaube, es ist am besten, wenn ich wirklich ohne Scheiß jetzt hingehe und das so mache. So die Räume baue. Also das hat man hat hier so einen kleinen Flur. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen können. So. Oh, das ist wieder eine Herausforderung hier für Zander. So, warte mal, machen wir mal so. Und dann, warte mal, das können wir zubauen. Und dann machen wir die Tür, machen wir direkt hier so hin. So, zack. So, da machen wir eine Tür hin. Und da machen wir auch eine Tür hin. So, und dann ist nämlich das der Raum. Und dann gehen wir hin. Und machen hier. Machen wir das so. Und dann machen wir hier so einen kleinen Durchgang rein. Also, das heißt, wir machen hier. Im Grunde ist es total unlogisch, aber egal, weil sonst ist die Symmetrie ja in dem Raum gestört und das will ich ja nicht zulassen. Ja, das würde ja überhaupt gar nicht in mein System hier passen, dass irgendwas nicht zueinander passt. Scheiße, das geht ja gar nicht. Die Decke. Nein. Doch, es geht. Stimmt, man kann Slabs an die Decke setzen. Ich glaube, das funktioniert sogar. Ja. Oh, danke, Notch. Das ist... Ja, ey, ist das geil. Ist das geil. Endlich kann man sowas hier auch beheben. Das heißt, man kann die Symmetrie in dem Raum hier aufrecht behalten. Ist das nicht wunderschön? Ist das...
Oh, ist das geil. Okay, so, sehr schön. Dann wollen wir uns jetzt mal hier darüber freuen, was wir jetzt hier gerade haben. Und bauen wir hier die Wände so weiter. Zack. So, sehr schön. So, und dann wollte ich hier... Ey, jetzt mach keine Scheiße hier. Was soll das jetzt? Warum geht das nicht? Das hat doch gerade so schön funktioniert. Warum? Was ist das denn? Das ist ein Wooden Slab. Und das war gerade auch ein Wooden Slab. Was habe ich falsch gemacht? Warte mal, aber vielleicht... Warte mal, dann machen wir es uns doch ganz einfach. Sind wir doch einfach mal so cool und machen es einfach so, dass wir hingehen. Alter, du willst jetzt nicht aufmucken hier. Leute, ihr glaubt sich. Ich komme hier nicht mehr raus. So, warte mal, jetzt müssen wir mal ganz kurz hier... es kann sein, dass ich hier gerade wieder übelst unsinnige Sachen mache. Also, dass es überhaupt gar nicht sein muss, was ich hier gerade mache. Aber egal. Denn das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die ich ganz cool finde. Weil so funktioniert es wenigstens. Mein Gott. Was ist das? Ach, guck mal an. Es geht ja damit viel schneller. Warum, hey, warum hat denn das gerade funktioniert und jetzt auf einmal wieder nicht? Naja, ist ja auch egal. Wollen wir uns gar nicht drüber großartig unterhalten. Hier kommt wieder ein normales Slab. Ne, warte mal, hier müssen wir auch. Sonst geht es mit der Tür nicht. So, zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Oh, das ist so ein schönes Haus. Ist das nicht ein schönes Haus? Das wird so ein... Oh, ist das... Oh. Leute, das ist... Oh, es sieht jetzt schon so geil aus. Und das ist auf jeden Fall der Raum hier. Ja, Zander übertreibt mal wieder gerne ein bisschen. Und dann gucken wir mal. Weil hier die Workbench, die ist ja gerade ein bisschen blöd gesetzt hier. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir bettentechnisch das Ganze auf jeden Fall so bauen. Das heißt, die Fackel weg, dann so... Und dann kommt da eine Fackel. Ha! Seit wann kann man denn auf eine Workbench eine Fackel setzen? Wie geil ist das denn? Ey, das wusste ich gar nicht. Wie habe ich denn das jetzt gemacht? Aha! Wie geht das denn? Alter, ist das geil. Man muss einfach gegen die Wand setzen und dann setzt man das auf die Workbench drauf. Das ist ja mal richtig cool. Oh, ist das geil. Wer wusste das? Also wusstet ihr das schon? Das ist jetzt mal eine Sache, die würde mich echt interessieren. Oder habe ich da wieder irgendwas verpasst bei einem... Bei einem Update oder so, keine Ahnung, das kommt ja öfter mal vor. Und jetzt könnte man eigentlich hingehen. Und hier, guck mal an, da kommt der Zander wieder auf Ideen hier, glorreich, glorreich. Mal gucken, was draus wird. Dann könnte man nämlich hingehen und hier so ein kleines Fenster reinbauen. Ne, so sieht es nämlich aus. Der Zander, der hat hier wieder eine Idee. Und warte mal, wir machen das anders. Wir machen das jetzt ganz cool, denn wir bauen hier ein schönes großes Fenster rein, wie wir das auch in unserem normalen Haus haben. Und dann werden wir nämlich mal gucken, was das so bringt hier, was ich jetzt hier gerade veranstalte wieder. So, zack. Und dann... Oh, ich habe jetzt Ideen. Leute, ihr glaubt es nicht. Aber dafür brauche ich Holz. Unbearbeitetes Holz. Ich habe kein unbearbeitetes Holz. Warum habe ich kein unbearbeitetes Holz? Verdammte Hulle. Jetzt muss ich wieder zurücklaufen wahrscheinlich. Weil in den Truhen natürlich wieder nichts drin ist hier. Was für eine Vorbereitung, Zander. Was soll das denn hier schon wieder? Das gibt's doch gar nicht. Na gut, ist ja auch jetzt nicht das Problem. Denn wir können jetzt einfach mal ganz stumpf hingehen. Oh, da müssen wir gucken. Das ist, glaube ich, mit der Tür so eine Sache. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Das wird schon irgendwie funktionieren. Davon bin ich überzeugt, auf jeden Fall. So. Auf jeden Fall, das wäre jetzt eigentlich so ein super Zeitpunkt. Einfach mal random. Also wie gesagt, es ist einfach so, ich lese mir alle eure Kommentare durch. Da könnt ihr sicher von ausgehen. Also ich kenne alle eure Kommentare, die ihr schreibt. Egal, ob ihr 100 Kommentare schreibt, ich lese sie mir immer alle durch. Weil ich einfach total mit euch die Nähe nicht verlieren möchte. Das ist mir auf jeden Fall eine persönlich sehr, sehr wichtige Sache, weil ich das bis jetzt eigentlich immer geil fand. Mit euch so eng. Ich beantworte auch alle persönlichen Nachrichten, obwohl es in letzter Zeit ein bisschen länger gedauert hat. Aber jetzt ist mein Briefkasten sauber und ich habe keine persönlichen... Also ich kriege am Tag immer 20 Stück, aber die beantworte ich halt sofort, damit ich nichts vor mir herschiebe. So, ich wollte Holz haben. Und ich weiß jetzt nicht, wo ich stehen geblieben bin. Ihr kennt mich ja. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, dass ich wieder hier den Faden verloren habe. Genau, ich wollte einen Kommentar vorlesen. So sieht's aus. Also, ich lese immer random einfach einen Kommentar vor, weil ich immer die Seite auf habe, um einfach mal ab und zu mal jemanden von euch in meinem Let's Play mit aufzunehmen. Und deswegen, meistens ist es dann halt so, dass ich von der ersten Seite, also die letzte Seite, dann mehr oder weniger was vorlese einfach. Weil ich da nicht blättern muss. Muss ich jetzt ganz ehrlich mal gestehen. Da muss ich nicht umblättern. Oh, Zander, du bist so ein fauler Fisch. Naja, egal, ist halt so. So, ich lese jetzt einen Kommentar vor, währenddessen ich hier ein bisschen Holz sammle. Und zwar...
Ach, guck mal da! Da ist er sogar, der Kommentar, den ich vorhin gesucht habe. Und zwar hat der Querz Uiop, was für ein Name, unglaublich, hat geschrieben, bau mal bitte das Ferienhaus weiter, danke. Ja, und das mache ich ja gerade. Da ist er sogar, der Kommentar, den ich meinte. Ja, so ist das. Also wie gesagt, ich lese eure Kommentare hier. Nicht, dass das nicht so ist. Nicht, dass ihr denkt hier, oh, der Zander, der liest das sowieso nicht. Wofür soll ich da unter das Video schreiben? So ist das ja nicht hier, meine Freunde. So, ich gucke jetzt einfach mal. Ich muss jetzt gucken. Noch mal einfach so ein bisschen vorlesen. Der Super Kerbert hat geschrieben, herzlichen Glückwunsch. Wahrscheinlich zu meiner Partnerschaft. Ja, da freue ich mich immer noch übelst drüber. Und dazu wird auf jeden Fall im Infovideo noch ein bisschen was erzählt. Da muss ich euch noch ein paar Sachen erzählen und ein bisschen was Gutes, ein bisschen was mich sehr stört auf jeden Fall an der Partnerschaft selber. Stört mich nämlich auch eine Sache extrem. Aber wie gesagt, da werde ich euch am Wochenende oder halt bei dem Infovideo nochmal genau drauf einweisen. Wie auch immer, keine Ahnung. Also, was mir auf jeden Fall ziemlich wichtig ist, und das habe ich, letztens habe ich zum Beispiel eine persönliche Nachricht bekommen, wo einer geschrieben hat, Zander, du antwortest mir nie, genau, ich muss jetzt kurz überlegen, ich habe die Nachricht, ist ja jetzt auch gelöscht, wenn ich, also irgendwann lösche ich halt auch mal meinen Briefkasten, um halt die Übersicht nicht zu verlieren. Auf jeden Fall hat derjenige geschrieben, ach Zander, das ist voll scheiße, du antwortest mir sowieso nie auf meine Nachrichten. Und dann habe ich einfach mal ein bisschen geguckt und dieser jemand hat mir noch nie eine Nachricht geschrieben und hat mir einfach beim ersten Mal sofort gesagt, du antwortest mir nie, ich fände es einfach nur geil, wenn du mir antwortest. Und daraufhin habe ich mir gedacht, okay, eigentlich sollte ich nicht antworten, aber ich bin ja Zander, ich möchte ja antworten und deswegen habe ich geantwortet und dann habe ich geschrieben, ach das geht gar nicht mit Cleanstone, stimmt ja, genau. Und dann habe ich auf jeden Fall zurückgeschrieben, von wegen, dass ich auf jeden Fall immer antworte und dass ich mir halt Mühe gebe, den Kontakt zu halten. Und es ist einfach manchmal so, dass es übelst stressig ist. Also nehmt es mir nicht übel, wenn es mal einen Tag dauert oder zwei oder vielleicht auch mal drei Tage. Das ist einfach manchmal so. Aber ich versuche wirklich, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Und mir ist einfach nur wichtig, auch wenn ich jetzt YouTube-Partner bin, dass nie jemand von euch denkt, ey, boah, der denkt jetzt hier, der wäre übergroß und was weiß ich nicht was. Ey, das würde mir übelst auf den Sack gehen, wenn ihr das von mir denken würdet, weil so bin ich definitiv nicht und ich habe wirklich gar keine Lust, dass das irgendjemand von mir denkt. So sieht es nämlich aus. So, warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz hier was rausschmeißen. Weil wenn man ehrlich ist, YouTube ist einfach das, was auch die Zuschauer sind. Die Community ist mit YouTube und nicht der eigentliche Typ, der hier in die Kamera reinlabert oder wie auch immer. Ey, sollen wir uns battlen? Ich glaube, ich battle mich jetzt mal eine Runde hier mit denen. Um einfach mal ein bisschen wieder hier auf den guten alten Pfad der alten Zeiten zu kommen hier. Alter! Da geht sofort hier übelst ab. Ich liebe es einfach nur, die Dinger umzunocken. Und da steht ein Schwein. Hilf mir! Los, Porky! Alter! Mach du etwas! Verdammte! Verdammte Drecksau, du sollst etwas tun, habe ich gesagt. Oh, ich bin hier am Verhungern. Also nicht am Verhungern, aber ich habe Hunger. Mal ganz kurz. Ich krieg voll Panik, wenn da war gerade ein Creeper unterwegs. Mal ganz kurz in die Äpfel hier reinziehen. So, warte mal. Zack, zack, zack. Sehr schön. So, und dann. Oh, hier haben wir noch Röttenfleisch, aber das ist egal. Scheiß drauf. Was ist denn das hier? Warte mal, da war irgendwas. Irgendwas war da. Hier haben wir uns rausgebaut, aber aus irgendeinem bestimmten Grund haben wir uns rausgebaut. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, warum. Leute, ihr müsst mir auf jeden Fall helfen. Ich weiß nicht mehr, warum wir uns hier rausgebaut haben und ich werde mich jetzt nicht da reinbauen. Ich hoffe, dass ich ein bisschen was von euch hier zugespielt bekomme, weil ich weiß es gerade wirklich nicht mehr. Verdammt. Das war jetzt ätzend. Das war jetzt richtig ätzend. Ah. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch wirklich froh, wie das momentan ist mit dem Petey und so, dass ich jetzt ein Let's Play Together direkt habe, weil irgendwie dadurch, dass ich so viele Gäste eingeladen habe, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich wesentlich weniger mit euch irgendwie was sprechen konnte. Echt jetzt, ohne Scheiß. Also es ist wirklich, naja, egal. Ich werde im Infovideo nochmal genauer drauf eingehen, warum, wieso, weshalb und keine Ahnung. Ich möchte euch jetzt nicht zuquatschen hier mit dem ganzen Getue hier. So, wir gehen jetzt mal ganz schnell schlafen und ich lasse den Baum jetzt einfach so, wie der ist. Ich habe da jetzt gar keinen Turn drauf. So, das ist ein guter Baum mit Dirt. Der wächst über Dirt, also, ne? Vergesst es einfach. Wenn man hinguckt, sieht man es nicht sofort. Das ist auf jeden Fall schon mal eine ganz coole Sache. So, ich hoffe, die Zombies folgen mir jetzt nicht hier bis in meine Hut.
Und dann hauen wir uns nämlich hier in die Kurie rein. Sehr schön. So, und dann stehen wir nämlich am nächsten Morgen nochmal auf, rennen eben schnell rüber zum Ferienhaus, damit ich bloß nicht den Anschluss hier verliere an die ganze Sache. Sonst, ihr kennt mich ja, in der nächsten Folge sage ich dann, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Und dann renne ich los, bin irgendwo anders und vergesse wieder 20 Folgen das Haus weiterzubauen. Das wäre echt übel. So, da hinten gehen wir lang. Das war cool, der Weg war cool. So, ich schreibe jetzt einfach mal hier. Ich mach's jetzt einfach. Ich glaube, das ist ganz cool. Ich mach das jetzt einfach. Immer wenn ich an diesem Schild vorbeilaufe, schreibe ich willkürlich irgendeinen Namen drauf, den ich jetzt einfach. Ich klicke jetzt einfach mal willkürlich auf Seite 5. So, das ist jetzt Kommentarseite 5 und dann kommt jetzt da einfach drauf. Oh, warte mal, da habe ich ganz viel beantwortet. Da bin ich auf ganz vielen Seiten. Der Multi. So, gucken wir mal, ob der das mitbekommt. Oh, warte mal. Jetzt muss ich wieder ins Spiel zurück hier. Multi. Nico. So sieht's aus. So wird er geschrieben. Und das ist der Multi-Nico. Und der hat nämlich geschrieben vor 3 Tagen. Herzlichen Glückwunsch, Zander. Ich freue mich für dich. Das war jetzt aber wirklich nur zufällig. Ich schreibe da jetzt einfach immer einen Namen drauf. Immer wenn ich an diesem Schild vorbeilaufe. So, warte mal. Und dahinter setzen wir so eine kleine Steinsäule. Oder so ein Steinding. Als Fundament. So. Du bist jetzt ein Ehrengast hier. Mit deinem Namen in meinem Let's Play. Finde ich auf jeden Fall eine geile Sache. So. Ich renne jetzt zurück zum Haus. Und dann werden wir die Folge beenden, weil wir sind nämlich schon wieder über 15 Minuten drüber und ihr kennt mich ja, ich will ja immer 15 Minuten Parts haben, was ich in letzter Zeit sehr selten hinbekommen habe. Aber das ist auf jeden Fall immer ein strenges Ziel von mir gewesen. So, da habe ich mal ganz stylo-mäßig hier die, das Mausrad gedreht. Ja, also in der nächsten Folge werden wir hier noch ein kleines Dachfenster reinbauen. Ich stelle mich da oben mal rein, bevor ich das hier vergesse. Wirklich, ich vergesse das sonst so schnell. Und da wir jetzt sehr viel Holz dabei haben, denke ich mal, es wird klar gehen. Und wieder dieser schöne Leuchtturm. Ja, Leute, also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich möchte auch übrigens, ach, vergesst es, guckt euch einfach das Infovideo an, da werde ich alles ansprechen. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Minecraft-Folge wieder. Bis dahin, tschüss!